Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu This is the Police. Ich will kurz mal mein Mikrofon ein bisschen. Okay. Ja, der letzte Part, ich möchte da nicht viel drüber reden, der war nicht gut. Und meine Katzen rasten gerade wieder ein bisschen aus. Aber ist ja egal. Taxifahrer verhindert Bankraub. Ja, ist ja mutig, mutig. Tierrechtler, wer Pelz trägt, ist ein latenter Serienmörder. Ja, kann man so sehen. Aber Pelz ist halt schon geil. Aber ja. Ich habe auch keinen Pelz oder sowas. Aber dabei Unfall in Sägemühle unter Klinge gefangen. Oh. Ja, das passiert. Bukarika! Ich sollte nicht zur Arbeit gekommen. Ich habe gestern eine Wette verloren und meinen Autoschlüssel verschluckt. Okay. In meinem Haus sind ein paar Rohre beschädigt. Nee. Meine Band spielt auf einem Konzert. Nee. Ja. Ich kann wieder einen Dings geben. Akino bestimmt nicht. Der ist zu low. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal neue Polizisten einstellen, oder? Weil ich habe ja im letzten Part 3 verloren. Traurig, aber wahr. Uff. Für Schicht B, ne? Dann er noch und sie noch. Gut, dann habe ich wieder neue. Okay. Und wir gucken uns. Ja, später, später. Wir gucken uns doch die Ermittlungen an. Das habe ich am letzten Part nicht mehr gemacht, weil ich ein bisschen schockiert noch war. Da wurde einfach eine Leiche im Schaufenster gefunden, Alter. Es ist schon ein bisschen krank. Mrs. Zayhek, Sarah Zayhek, Ehefrau des Opfers. In den letzten Jahren war es ein harter Kampf, den Laden am Laufen zu halten. Unsere Lage ist nicht so gut. Wir haben hier nicht viel Laufkundschaft, keine zufälligen Einkäufe. Wir sind stark von unseren Stammkunden abhängig. Im Sommer sind wir immer im Minus machen, aber das im Herbst um die Weihnachtszeit wieder weg. Außerdem haben wir die besten Halloween-Kostüme der Stadt. Bokus liebte Halloween. Innerhalb einer Stunde vor dem geschätzten Todeszeitpunkt von Mr. Zahak sind auf der Kamera von der anderen Straßenseite nur wenige Personen zu sehen. Zwillingsmädchen, ein hochgewachsener Mann in einem grauen Mantel und ein bärtiger Obdachloser, der die Mülltonne durchsucht. Mr. Zahak starb an einer Schusswunde in der Brust. Der Kopf wurde erst postmortem abgetrennt. Die Enthauptung musste langsam und mühselig gewesen sein. Alles klar. Der ganze Boden des Ladens war mit Blut besudelt und der Hals eine zerfleischte, blutige Masse. Okay, was haben wir hier? Hier trennt er wohl den Hals ab. Hier kommt der Typ in den Laden. Und er schießt ihn. Also er war im Laden, dann kommt der Typ halt rein. Er schießt ihn und schlitzt ihn den Kopf ab. So, da fehlt uns aber jetzt natürlich noch eins. Aber so stelle ich mir das vor. So! Apropos. Oh Gott. So, ich will auch von hier ein paar Detectives einstellen. So. So, Geiselnahme. Und direkt instant alles voll. Seit dem Unfall seiner Tochter vor 2 Tagen hat Maris Brown mehrfach die Intensivstation besucht, aber heute hat er nach einem Gespräch mit dem Arzt eine Waffe gezogen und mehrere Pfleger als Geiseln genommen. Ich lasse keinen von euch gehen, solange ihr faulen Schweine nicht was für meine Tochter tut. So, ich hoffe, das reicht, weil ich brauche noch ein paar Leute im Backup. Ich meine, ich kann ja eigentlich froh sein, dass mir im letzten Part 2 Leute verreckt sind, die jetzt nicht gerade die besten Polizisten waren. Einer war ungefähr im Mittelfeld bis höherer Polizist, aber ich konnte schon ein bisschen froh sein. Vandalismus, ist da die Polizei? Ich will 3 Ghule melden, die mein Haus gestrichen und mein Graffiti zerstört haben. Ich habe da eine Woche reingesteckt. Sie haben ein wertvolles Kunstwerk vernichtet. Alles klar, wie ist mit Nein? Massenschlägerei, da brauche ich wieder voll. Schaffen die das so schnell zurück? Ich hoffe. Oh Gott, ey. Husten! Mein Trinken steht so weit weg. Ah! Oh Gott, schaffen die das? Schaffen die wahrscheinlich nicht. Während einer angekündigten Demonstration vor dem Büro des Bürgermeisters wurden Tierrechtler mit 5 kopflosen Hühnern beworfen.
vermutlich von den Angestellten eines Schlachthauses unter den Gegendemonstranten. Es brach ein heftiger Kampf aus, bei dem Waffen zum Einsatz kamen. Augenzeugen berichten, dass bereits mehrere Personen verletzt sind. Alles klar. Ich kann ja immer noch weitere Leute schicken. Das Haus wurde von städtischen Angestellten gestrichen, die nur ihre Arbeit gemacht haben, habe ich mir schon gedacht. Wir haben mehrere Beschwerden über einen Mann im Park erhalten, der eine Reihe von Leuten kommt zu ihm, schüttelt zweimal seine Hand und geht dann weiter. Okay. Vielleicht will der auch einfach nur nett sein? Oh Gott. Uff. Eine große Menge schlägt mit Stöcken, Schlägern und toten Hühnern aufeinander ein. Tränengasgranaten abfeuern. Bam! Oh. Ups. Naja, egal, immerhin habe ich ihn gefasst. Ist mir jetzt auch egal. Richtiger Assi. Ich hoffe nie das zurück, ich brauche den Mannschaftswagen. Uff, wahrscheinlich nicht. Okay, ist ja wirklich ein Drogenverkäufer. Oh. Eine Boutique hat einen Ausverkauf angekündigt und es sind hunderte von Personen erschienen. Als sich die Türen öffneten, strömten die Kunden hinein und es entstand ein gefährliches Gedränge. Es kam schnell zu einem Kampf und viele Kunden nutzten das Chaos aus und flohen mit ihren Waren aus dem Laden. Wie heißt er noch? Black Friday? Hieß das Black Friday? Ich weiß nicht mehr. Ein alter Mann hat mit umgestalteten Dynamitgürtel das Büro einer Versicherung betreten. Er sagt, dass er sich selbst in die Luft jage, wird, wenn ihm die Versicherung nicht sofort alles ausbezahlt, was sie ihm schulden. Mr. Boyd, ich musste einen meiner Helfer feuern, der mir bei den Stöcken im Bienenhaus ausgeholfen hat. Und dieser hat dann aus Rache alle Stöcke zum Mülldeponie gebracht und all meine Imkerzüge und andere Ausrüstung gestohlen. Ich brauche drei starke Leute, die die Bienenstöcke aus der Deponie abholen können und keine Angst vor ein paar Stichen haben. Ich stehe dann in ihrer Schuld und werde ihren Leuten einen Jahresvorrat an Honig geben. Klingt geil, wenn ich die Leute dazu habe, mache ich das. Ich will nicht die besten Leute darauf ansetzen. Ich würde es ja echt gerne machen, aber ich habe leider keine Leute gerade. Okay, Massenausschreitungen haben sie hinter sich. Sehr gut. Ich hasse mein dreckiges Leben. Ich hasse mein dreckiges Leben. Das gibt's doch nicht. Entgegennahmen gestohlener Waren. In einem Deal mit dem Gericht gestand ein Schmuckdieb, dass die von ihm gestohlenen Ware in dem Lagerhaus am Hafen wäre. Seine Komplizen sind aber ebenfalls dort. Sie sind bewaffnet und vermutlich gefährlich. Wahrscheinlich verreckt mir da auch wieder einer. Ich hasse mein Licht. Der Leiter des Freiburger Wohlfahrtsfonds wurde auf seinem Lauf im Park von jungen Männern in einer Skimaske erschossen. Zwei Zeugen hatten versucht, den Täter aufzuhalten, aber er öffnete das Feuer und versteckte sich dann in einer öffentlichen Toilette. Hauptsache Aquino hat's überlebt! Mit fünf! Die Polizisten halten nahe dem Lagerhaus. Daraus sind fröhliche Unterhaltungen und Gelächter zu hören. Ein Polizist streift aus Versehen eine Mülltonne, die mit dem Krachen umfällt. Wer ist da? Fragt eine Stimme von hinter der Tür. Die Waffen ziehen und für einen Angriff bereit machen. Ein Riegel wird umgelegt, dann schwingt die Tür langsam auf. Ein Mann mit einer Waffe wirft einen Blick nach draußen. Die Tür eintreten und stürmen. Da bin ich jetzt gerade so froh, dass da mit da keiner verreckt ist, ne? Das waren nämlich die besten Leute. So, der Mord ist auch hinter sich. Oh Gott. Ein Passant ist ein Taxi aufgefallen, das hastig am Gehsteig anhielt und in dem ein Kampf stattfand. Der Typ hinten ist durch den Sicherheitsschild gebrochen und schrie etwas, während der Fahrer ein Messer an den Hals hielt. Okay.
Uff, auch hier kann ich eigentlich wieder froh sein, dass es zwei meiner Leute erwischt haben, die nicht gerade die besten waren. Oh! Okay. Nee, er war es wahrscheinlich nicht. Huch. Also er kommt rein. Er schießt ihn. Wahrscheinlich mit einem Messer. Weil da steht ja, das war ein schwerer Akt. Ich denke mal, mit einem Katana wäre das einfacher. Ja, war klar. So. Fraser Rory lebt in einem Haus, das er von seinem Großvater geerbt hat. Da schicken wir direkt die besten Männer hin und das Wort. Okay, das haben wir auch schon mal. Und das dürfte auch eigentlich schon der ganze Tag gewesen sein. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Uff. Schauen, ob die anderen beiden noch den Fraser kriegen. Jawohl, sehr gut. Uff, das war auch wieder ein Tag, der. Naja, ne? Also, der Tag war an sich nicht scheiße. Und dann kamen wieder Todesfälle. Wir verrecken viel zu viele Polizisten in letzter Zeit. 2 Tage jetzt hintereinander. Insgesamt 5 Polizisten tot. Das kann ich eigentlich nicht akzeptieren, ey. Well, Jack, who's your favorite right-hand man? Francis Kendrick, but go on. A very good lawyer. Very good. Invented a way for you to keep your job. Though invented is hardly the word. He has a whole scheme, a big plan. I just had him on the phone. He's so full of ideas, I could hardly get off. Believe me, Jack, this guy knows his stuff. Wow, I do not know what to say, Martin. That's wonderful news. Can I meet him? Yes, of course. He's not a local. Right now he's in court on the other end of the country, but he'll be with us in 8 or 10 days. When he gets to Freiburg, we'll sit down, the three of us, and we'll work through the details. Sounds great. And now you want something from me? Not at all. Yes. No. Well, I mean, part of his plan is a big public campaign for your support. Talk to the press, lots of interviews, maybe even a few street demonstrations. And it would be nice if your family was there with you. I know you're not talking with your wife, but maybe your children could. No. Listen. My oldest son and his fiancée have arranged some sort of a trip around the world. A big 7-month tour. His girl's from a wealthy family, so they're taking him with them, along with my younger kids and a few of their friends. They're out there roaming the world, and I'm glad they're away from, well, you know, all of this. They don't even know that I'm getting fired, and I'd like it to stay that way. Okay, Jack, I thought you might say that. No problem. Oh, it's been a rough day. Think I'll go home and sleep it off. Martin, wait. Look, you mentioned that you know Laura and me aren't talking, and, well, you think you could help find her? Jack, I understand that's been hard on you, but I think we should focus on your retirement problem. We finish this, then we'll figure something out, okay? One thing at a time. I hear what you're saying, Martin, but. Jack Boyd. Well, Jack, you ready to listen to me ramble for an hour or two? I've had a very busy day. Almost ready. Bear with me 1 second. Yes, Martin, you're right. One thing at a time. Thanks again. Go home and get some rest. We need your strength. Now I'm ready. Alles klar. Tag 100! Und vielleicht dürfen wir ja unseren Job behalten. Wäre nice. Gut, Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Part. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.